herzlich willkommen zurück zum Let's Play, diesmal nicht live. Wir spielen Cold Wine und wir haben das letzte Mal nicht gewusst, wo wir hin müssen. Wir sind hier wirklich in dem Livestream ewig lang rumgelaufen. Wir müssen hier runter. Hier an dieser Stelle runter. Da geht's weiter. So. Ewig gebraucht, das zu finden. So, ich vermute mal jetzt auch wieder hier runter. Gehen wir mal da hoch. Ja, man sieht schon anhand der Karte, dass das hier neues Gebiet ist. Und ich hier noch nicht gewesen bin. Gehen wir mal da rein. So, hiermit machen wir jetzt den Shortcut auf. Schon mal toll. Und da vorne öffnen wir die Karte. Ah. Aber den machen wir vorher platt. Also ist hier schon ein echt schweres Gebiet, muss ich sagen. Sterben geht schnell. Anti-Hemmungen nehmen wir auch noch mit. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier runter müssen wir nicht. Doch, ich glaube, wir müssen gleich hier runter. Und Königenstahl. Sehr wichtiger Rohstoff, damit können wir unsere Waffen schön aufwerten. Ah, genau, hier müssen wir runter. Machen wir erstmal den Shortcut auf. Wir haben ja eine Leiter gesehen in ein Gebäude. Und ich denke mal, diese Leiter geht runter, wenn wir das hier betätigen. Hoffe ich zumindest. Ja, da wird es uns auf der Karte schon angezeigt. So, hier geht's weiter. War die leider noch mal? Ich glaube hier unten. Ja, ist ja richtig. Ziemlicher Irrgarten. Wo ist denn Giacomo hin? Hast du aber Zeit gelassen, ne? Wow. Der hat uns noch nicht entdeckt. Brauchen wir den auch nicht unbedingt platt machen. So, und da drüben geht es dann auch schon weiter. Ich werde das hier sehr kurze Let's Plays machen, weil die kann man nämlich auch als Hilfestellung machen, da ich glaube, einige sich hier in dem Irrgarten verlaufen. Ich vermute mal, da geht's zum Boss. So, können wir auch schon aufwerten oder noch nicht? Noch nicht. Hier werden wir runter können. No harm in being prepared. Oh!
blöde Kuh. Die hat mich fast gekillt, die blöde Kuh, ne? Pick up something we can use? Not budging, is it? You can return later. So, wie wir es resetten jetzt das nochmal. Erstens haben wir sehr viel Leben verloren. Und zweitens wollen wir doch aufleveln, bevor wir weitergehen. Diesmal kriegt sie mal eine dicke Waffe zu spüren. Bring it anytime. Ups. Die mag ich nicht. So, jetzt können wir aufleveln. We can rest here for a while. Hold on. I'm on my way. Ranch in the path. Jetzt gibt's wieder echt viele Wege zur Auswahl. So, was ist mit dem dicken Klotz? Der ist bei einer versperrten Tür. Da lang oder da lang? Gehen wir erstmal hier hoch. Hier können wir raus. Das muss man auch erstmal finden, ne, Leute? Und da können wir rein. Aha. Sehr interessant. Suchen wir uns mal an dem anzuschleichen. Ich drehe das hier nicht gleich um. Doch wieder. Ich werde auf alle Fälle diesen Irrgarten in mehreren Abschnitten machen. Da man den halt dann auch als Nachschlagewerk verwenden könnte vielleicht. So, können wir hier auch irgendwie runter? Nein, wir können nur hoch. Dann machen wir das auch. Aha, und gleich hier hat sich auch was geöffnet. Eine Tür gleich hier unten. So, das ist die Tür, die sich geöffnet hat, und da drüben sind wir ja gewesen. Wir laufen kurz hier rüber, damit wir wissen, dass wir hier waren. Wieder zurück. Königenstahl, nice. Kann ich bald wieder meine Waffe aufwerten, was ich hier in dem Gebiet auch definitiv gebrauchen werde. Okay, aber bevor es hier unten weitergeht, gehen wir nochmal hier in den Raum rein. Und hier, das heißt, wir haben hier alles geregelt. Okay, sind sozusagen einmal im Kreis gelaufen. Schade, dass ich den nicht anspringen kann.
Blöder Ritter oder was auch immer das ist. Oh nein, der lebt ja noch. Oh, da vorne, da war ich noch nicht. Oder war ich das schon? Ah, hier hat sich die Tür geöffnet und hier bin ich schon gewesen. Nice, das heißt, wir machen in dem Gebiet jetzt weiter. Genau, wir sind da nämlich an der Seite runtergesprungen, um in das Gebiet zu kommen. Weil hier die Tür geschlossen ist, genau. Und an dem Ritter haben wir schon so oft verkackt. Und jetzt geht's da auch schon weiter. Die Ritter sind schon echt stark, ne? So, hier ist noch zu. Hier können wir wieder runter, Leute. Das müssen wir uns gut merken. Hier könnten wir auch runter vielleicht, mit ein bisschen Glück. Oder wohl eher von da. Eher von da, genau. Okay, aber bevor wir das machen, schauen wir uns hier vorne noch um. Solltest schon deine ganzen Gegner hier platt machen. Noch einer? Nein. Und noch einer. Oh, wo kommt denn der her? Pick up something we can use? Ja, hier können wir dann runter. Aber vorher schauen wir mal noch, was da weiter vorne ist. Können wir hier auch runter? Hier können wir auch runter. Es gibt einige Wege, bei denen wir runter können. Er macht auf alle Fälle mehr damit mit seiner als mit meiner. Aber ich kann ja auch meine große gar nicht tragen. Hier können wir nicht runter, aber dafür hier. Okay, fangen wir aber ganz am Anfang an und gehen da erst einmal runter. Und zwar hier. Bitte beleb mich, bitte beleb mich. Er hat mich nicht belebt. Na gut, zum Glück haben wir keinen weiten Weg. Verdammter Mist. Ja, da denkt man, man kann hinterrollen und dann kann man doch nicht hinterrollen. Hey. Okay? Naja, war ja nicht weit. Bring it anytime. Blödes Ding, ey. Tja, diesmal war der nicht stark genug. So, jetzt können wir hier runter. Da wäre eine Leiter. Und was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Wir können nirgends runter. Also der einzige Weg ist die Leiter. Dann nehmen wir die. Und wir haben wieder einen Shortcut frei. Oh, it's open. Aber für was ist der notwendig? Vielleicht geht hier eh nirgends hin. Ah, das ist gar nicht... Ah.
Hier ist der Ritter. Könnt jetzt hier raus, okay. Hier geht's zu der Leiter, genau. No harm in being prepared. Ja, genau. Boah, leck, ey. Leute, ne? That didn't take too much effort. Hier vielleicht. Das probieren wir jetzt. Oh nein, ich bin genau daneben gesprungen, ich Idiot. Ach, naja. Wir werden schon schaffen. Oh, you're up again. Haben wir jetzt schon einige Shortcuts freigeräumt? Ja, da, genau, da hat's begonnen. Bring it any time. Denn seine Waffe will ich echt haben, dafür sammle ich. Sehr schön. So, ob wir das hier tatsächlich runterschaffen oder lieber von der Seite? Ah, lieber von da. Welche Möglichkeit gibt es denn hier noch? Schauen wir uns erstmal da vorne um. Hier könnten wir runterspringen, da würde es zur Leiter gehen, bei der wir schon gewesen sind. Da hängen die Affen. Aber hier waren wir noch nicht. Don't be so tense. Don't run too far ahead. Sind wir da schon gewesen? Oder war das auf einer anderen Etage? Looks like we're in for a rough time. Der ist Geschichte. You have to take whatever you can use. Hier ist auf alle Fälle die Tür zu. Ne, die ist offen. Und hier können wir runter. Sind unten noch nicht gewesen und hier auch noch nicht gewesen. Gehen wir erst runter. Und ein neuer Shortcut ist frei, und zwar hier. Und hier. Aber ich würde sagen, das ist etwas für die nächste Folge. Also wir haben jetzt drei Wege, die wir uns das nächste Mal anschauen. Das wäre einmal dieser Weg hier. Dann diesen Weg hier. Und dann nochmal kurz. Don't run too far ahead. Dieser Weg hier. Den Irrgarten habe ich vorher schon gemacht.
Also dieses Anor-Londo-Verschnitt in meinem Livestream direkt davor. Allerdings habe ich das nicht so koordiniert gemacht wie jetzt den Teil hier. Falls das euch helfen müsste oder falls ihr Hilfe braucht, schaut euch das an. Vielleicht hilft es euch, wenn nicht, tut es mir leid, aber ab dem Punkt hier, denke ich mal, hilft es schon sehr viel weiter. Ich freue mich für ein Like, für ein Abo und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!